Hallo liebe FCH-Fans, ihr durftet ja Fragen an mich stellen. Ich habe mir fünf ausgesucht, die ich jetzt beantworten werde. Ja, los geht's. Die erste Frage ist von Max Zabinski. Wer war jetzt bis jetzt sein unbequemster Gegner? Ja, da muss ich nicht lange überlegen. Ich glaube, ich darf mal hier mich selber kurz loben, aber ich habe eine Saison in der ersten Bundesliga gespielt und natürlich auch gegen die Bayern gespielt. Und ja, da waren die Bayern mein unbequemster Gegner, muss ich sagen. Zweite Frage ist von Chris Kruse. Dein Sohn möchte wissen, wie ich Profi geworden bin und wie ich beim FCH gelandet bin. Ja, es war halt so, dass ich schon mit jungen Jahren Talent hatte, was nicht unentdeckt blieb. Und dann bin ich zum FC Karlsruher Zehner damals in die Jugendabteilung gewechselt und von da aus nach Bremen und habe hart an mir trainiert und immer an mir gearbeitet, um irgendwann Profi zu werden, was dann auch in Braunschweig nach längerer Zeit auch geklappt hat. Ja, und zum FCH bin ich dann halt nach meiner Zeit in Braunschweig gekommen, durch den Kontakt mit Holger Sandwald und Frank Schmidt, die mir das hier alles sehr, sehr positiv vorgelebt haben und auch erzählt haben, wie es hier ist. Und bis heute, muss ich sagen, bin ich sehr froh, hier bei FCH zu sein. Dritte Frage ist von Luke, 4S 2000. Bist du eher ein Sommer- oder ein Winterliebhaber? Ich muss ehrlich sagen, dass ich beide Jahreszeiten mag. Im Sommer, klar, lässt sich lieber Fußball spielen, das ist angenehmer. Hat aber trotzdem auch seine Schattenseiten, wenn es zu heiß ist. Und ja, gut. Winter ist natürlich, ich mag Schnee. Fußball im Winter ist manchmal nicht so angenehm, aber trotzdem passt das also. Vierte Frage ist von Lindl Christian. Mit welchem Spieler von Braunschweig hast du noch am meisten Kontakt? Da muss ich ehrlich gestehen, habe ich nicht mehr so viel Kontakt, weil ich, als ich gegangen bin, viele meiner Kameraden mich damals auch mit mir gegangen sind, mit denen ich großen Kontakt hatte oder sehr viel Kontakt in Braunschweig hatte. Wo ich noch Kontakt habe, ist mit dem Zeugwart, mit dem Bussi, da bin ich auch sehr glücklich drüber, weil ich ihn sehr schätze. Ja. Die letzte Frage ist von 00L9055. Hast du ein bestimmtes Ritual vom Spiel? Ich gehe meistens immer mit dem linken Fuß zuerst auf den Platz und ja, sonst habe ich kein großes Ritual. Das Albträumebuch hat übrigens Chris Kose gewonnen mit seiner Frage, was ich hier für ihn noch signieren werde. Und dann wirst du es zugeschickt bekommen und viel Spaß damit.